Sieben Jahre arabischer Frühling, die historische Chance vertan. Stand, 17.12.2017, 11.51 Uhr Seitenanfang. Heute vor sieben Jahren begann in der arabischen Welt eine historische Revolution. Freiheit, Arbeit, Mitbestimmung, darum ging es vielen Menschen während des sogenannten arabischen Frühlings. Was ist davon geblieben? Von Konstantin Schreiber, ZZT. ARD Studio Kairo. Syrien ist heute ein Land am Abgrund. Dank der Unterstützung aus Russland sitzt Machthaber Bashar al-Assad inzwischen wieder fest im Sattel. Seine Armee kann immer neue Siege vermelden, während Rebellen und Islamisten derzeit auf dem Rückzug sind. Schätzungsweise 500.000 Tote soll der Bürgerkrieg bisher gefordert haben. Infrastruktur und Städte sind zu weiten Teilen zerbombt und dem Erdboden gleichgemacht. Es ist eine der größten humanitären und zivilisatorischen Katastrophen unserer Zeit, mit Folgen, die nachhallen werden. Was nutzen Organisationen wie UN, wenn vor den Augen der Welt, live zu verfolgen im Internet und im Fernsehen, ein solches Kriegsgrauen geschehen kann? Das fragen sich viele Menschen in der arabischen Welt, aber nicht nur dort. Traurige Bilanz: Viele Städte in Syrien sind zerstört, zigtausend Menschen wurden getötet und eine Besserung ist nicht in Sicht. Gerade die Katastrophe in Syrien ist inzwischen ein Trauma für die gesamte Region. Denn Syrien galt als Kulturnation, eine Wiege der Menschheit, es war in der arabischen Wahrnehmung Mutakukafa kultiviert. Für viele war es daher zuvor unvorstellbar, dass diese Kulturnation in einem solch blutigen Krieg gefangen sein würde. Zu den Anhängern Assads zählen auch viele Christen. Sie machten vor dem Krieg etwa 12% der Einwohner Syriens aus. Häufig gehören sie zur intellektuellen und ökonomischen Elite. Viele sagen, fällt Assad, kommen die Islamisten und dann gibt es keine Zukunft mehr für das Christentum in Syrien. Eines ist wichtig für den Konflikt in Syrien: die Vorstellung, da kämpfte gut gegen böse, trifft nicht zu. Richtig ist, alle sind böse, das heißt, keine der Parteien will wirklich ein Syrien mit Freiheitsrechten und Teilhabe. Und das macht den politischen Ausblick für Syrien so düster. Egal wer sich am Ende durchsetzt, sollte das Land nicht zerfallen, scheint eines schon heute sicher: die Freiheit, für die viele Menschen in Syrien auf die Straße gingen, und die Triebfeder der Aufstände war, wird in dem Land nicht Einzug halten. Im Gegenteil, die Lehre, die alle aus dem Bürgerkrieg möglicherweise ziehen, ist mehr Unterdrückung, damit es nie wieder Proteste gibt. Konstantin Schreiber, ZZT. ARD Kairo. Zur Lage: sieben Jahre nach Beginn der arabischen Revolutionen, 16.12.2017. Download der Videodatei. Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: klein, H264, mittel,